Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de. Wie ihr vielleicht vor ein paar Tagen gesehen habt, hat mich als großen Fan der Super Mario Serie die Ankündigung der Super Mario 3D All-Stars Collection richtig austicken lassen. It's me, Mario! Ah, Mario 64! Komm! Auf der Switch! Okay. Doch auch wenn es sehr gut ist, dass wir bald drei richtig schöne Jump'n'Run-Klassiker ebenfalls auf der Switch spielen können, hat sich im Nachhinein doch einiges an Ernüchterung breit gemacht und Nintendo musste sich sogar teils ziemlich harsche Kritik gefallen lassen. In einem halben Nebensatz haben sie nämlich die Bombe platzen lassen, dass diese 3D All-Stars Collection nicht durchgehend erhältlich sein wird, sondern limitiert ist, sowohl in Retail-Version als auch als digitaler Download. Man wird es nur bis zum 31. März 2021 sich zulegen können. Das ist ziemlich uncool und kundenunfreundlich. Ich kann schon irgendwie nachvollziehen, warum Nintendo das macht. Wegen der Corona-Einschränkungen gab es etliche Gewinnverluste und so garantiert man, dass man in dem Zeitraum von 6 Monaten auf jeden Fall ein absatzstarkes Produkt haben will. Die Leute werden schon kaufen, damit sie es bloß nicht verpassen. Aber wofür das im Nachhinein sorgt, selbst wenn Nintendo irgendwann später Re-Releases, Remakes oder andere Sachen geplant haben, ist, dass Nachzügler horrende Gebrauchpreise bei Amazon oder eBay bezahlen müssen. Nintendo sieht gar nichts davon und wir haben maximal wütende Käufer, die dann auch noch ein dickes Loch in der Tasche haben. Ebenfalls nicht ganz so koscher ist es mit dem Preis und dem Umfang der Collection. Zwar bekommt man für seine 60 Euro dann immerhin 3 richtig gute Spiele mit Mario 64 vom Nintendo 64, Super Mario Sunshine von dem Nintendo GameCube und Super Mario Galaxy von der Nintendo Wii. Allerdings das bisher Wii-exklusive Mario Galaxy 2, was sich natürlicherweise angeboten hätte, hier mit dabei zu sein, wurde enthalten. Eventuell kommt es später als eigener Release oder als DLC, den man sich dazu holen kann. Aber wenn man schon 60 Euro für so eine Collection haben will, dann wäre es doch schön, wenn man ein bisschen mehr bekommt als 3 ältere Games, die es anderswo für einen ziemlichen Sparpreis zu holen gibt. Dann wäre noch der letzte Punkt, und zwar die Qualität dieser Umsetzung, dieser Remaster, und darum wird sich auch hauptsächlich das Video hier drehen, denn anders als bei der ersten Super Mario All-Stars Collection auf dem Super Nintendo, wo man 4 alte 8-Bit-Klassiker genommen hat und die im neuen Super Nintendo Look komplett remaked hat, ist hier der andere Weg gegangen worden, der Weg des Remasters. Das bedeutet, es wurde nicht komplett von vorne angefangen, es ist keine Neuinterpretation dieser Klassiker, sondern man hat die Games genommen und entsprechend Detailverbesserungen gemacht, ein bisschen an den Texturen gedreht, was an den Bildproportionen gemacht, Optionen reingetan, die auf der Switch hilfreich sind. Es gibt zusätzlich die Soundtracks zu hören, aber im Großen und Ganzen bekommt ihr hier die Spiele, wie ihr sie auf den Originalplattformen auch schon bereits kennt. Natürlich sollte man Nintendo in der Sache auch einiges an Verständnis entgegenbringen. Es ist ein ungleich höherer Aufwand, solche polygonbasierten Titel zu remaken, als es noch bei den Pixel Games während der 90er gewesen ist. Nichtsdestotrotz finde ich aber, wenn man sich vor allem Super Mario 64 anschaut, denn sowohl Sunshine auch als Galaxy, finde ich, brauchen nicht so viel Arbeit, damit sie auf der Switch gut aussehen und funktionieren. Bei 64 ist es so ein bisschen eine andere Sache, denn ja, es ist ein absoluter Klassiker, allerdings augenscheinlich von der Footage, die wir bisher gesehen haben, ist da auch das wenigste an Arbeit reingeflossen. Wie gesagt, augenscheinlich. Den genauen Vergleich werde ich machen, wenn ich die Retail-Fassung hier habe, um euch dann einen ausführlichen Test dann zu bieten, um meine Vergleiche zu machen. Von dem, was man bisher sehen konnte, ist es, dass Mario 64 im Großen und Ganzen der originalen Nintendo 64-Version entspricht. Nichts an der Aspect Ratio gemacht wurde. Das bedeutet, wir haben weiterhin nur ein 4:3 Bild mit Balken. Wir haben eine dezent höhere Auflösung und an einigen der Texturen wurde gedreht, entweder wurden sie ausgetauscht oder durch einen Filter gepackt, damit sie nicht so grob und roh auf der Switch aussehen. Mich lässt das im Vorfeld leider aus verschiedenen Gründen dezent enttäuscht zurück. Einerseits, wir haben heutzutage noch sehr viele Möglichkeiten, um Mario 64 originalgetreu zu spielen, zwar nicht auf der Switch, allerdings es gab bereits einige Re-Releases, zum Beispiel auf der Wii Virtual Console oder auf der Wii U Virtual Console. Da gab es ja auch dezente Upgrades, was die Framerate und die Auflösung angeht. Jetzt nicht so aufwendig wie auf der Switch, allerdings genug, damit es ein klein bisschen besser gegenüber dem N64 Original ausschaut. Ich kann es also auf diesen
Plattformen spielen, auch wenn es da leider nur die 50-Hertz-Fassung gewesen ist. Ich hoffe, dass Nintendo dran denkt, die 60-Hertz-Fassung in die 3D All-Stars Collection zu packen. Ich kann das im Original spielen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über Emulatoren das Game dann zu zocken. Mario 64 ist im Großen und Ganzen wirklich kein Spiel, das in der Version in Vergessenheit geraten ist. Dann haben wir noch Super Mario Odyssey und da gab es ja im letzten Spieldrittel eine richtig schöne Hommage Mario 64 gegenüber. Da hatte man nämlich das komplette Peach-Schloss als eigenen Level nachgebaut, zwar mit etwas anderem Inhalt und anderer Umgebung, anderen Aufgaben, die man da erledigen kann, aber im Großen und Ganzen war das doch ein richtig großer Nostalgierausch, da herumzulaufen. Und so der kleine Wunsch im Hinterkopf ist geblieben, dass es nicht nur eine Sache für Mario Odyssey ist, sondern dass vielleicht das so ein kleiner Test war oder vielleicht schon mal Modelle vorgebaut wurden, um ein richtiges Mario 64 Remake zu machen. Und seien wir ehrlich, wenn Mario 64 diesen Look in der 3D All-Stars Collection hat und Sunshine als auch Galaxy entsprechend mit den leichten Upgrades dazu kommen, da sind sie ja ungefähr nah beieinander und dann hätte das auch entsprechend seine Wertigkeit gehabt. Zu guter Letzt gibt es seit ein paar Monaten die Super Mario 64 PC-Version. Ein Projekt, was nicht offiziell von Nintendo abgesegnet ist und von dem ihr hier ein wenig Anschaumaterial sehen könnt. Ein paar findige Leute haben durch das sogenannte Reverse Engineering herausgefunden, wie Mario 64 intern so tickt und es dann lauffähig gemacht, dass es auch auf handelsüblichen Windows-Rechnern funktioniert. So unwahrscheinlich es klingt, soll das Projekt keine Rechte von Nintendo verletzen, da es nicht auf originalen Quellcode von Mario 64 zurückgreift und wenn jemand eine Version kompilieren will, gibt es Tools, die dazu vorbereitet wurden und man muss sein eigenes Mario 64 US-ROM bereitstellen, damit daraus die Assets und die grundsätzlichen Dateien genommen werden. Das heißt also, es wird auch kein Inhalt von Nintendo irgendwie distributiert. Allerdings ist das natürlich auch immer zu einem gewissen Maße auslegbar. Und jetzt, wo die offiziellen Remaster angekündigt sind von Mario 64, wer weiß, wie Nintendo in der Zukunft dagegen vorgehen wird. Was die PC-Version aber auch möglich macht, ist, dass man einen hypothetischen Blick darauf werfen könnte, wie so ein Remake oder ein etwas aufwendigeres Remaster von Mario 64 hätte aussehen können. In der Footage, die ihr gerade seht, sind beispielsweise noch ein paar Fan-Mods hinzugefügt worden, die das Spiel in 60 Frames ablaufen lassen, die hochauflösende Texturen bieten, die Charaktermodelle von Mario, Peach und Bowser ausgetauscht haben und auch Aspect-Ratios von bis zu 21:9 möglich machen. Selbst ohne die Mods macht die PC-Version aber eine gute Figur, vor allem wegen der hohen Aspect Ratio. 21:9 hätten es auf der Switch nicht unbedingt sein müssen, aber man sieht, dass 16:9 locker drin gewesen wären. Im Gegenzug hat die Switch-Version allerdings den Vorteil bei den Texturen, die ja teilweise ausgetauscht wurden und vor allem hübschere Menüs bieten. Absolut perfekt ist die PC-Version mit den hier gezeigten Mods zwar nicht. Es gibt beispielsweise durch die hochauflösenden Texturen ein paar Nahtstellen, die im Hintergrund deutlich werden, wenn man darauf achtet. Und die 60 FPS fühlen sich zwar sehr, sehr flüssig an, lassen das Spiel aber auch ein klein bisschen zu schnell ablaufen und sorgen dafür für ein paar kleine Soundaussetzer. Das wäre in der Form nie durch die Qualitätssicherung von Nintendo gegangen, denn die, wenn sie ein Spiel verkaufen wollen, möchten ja garantieren, dass da alles vernünftig ineinander greift. Allerdings zeigt das eben auch, dass nicht der komplette Remake-Weg gegangen werden muss, mit jahrelanger Arbeit von vorne begonnen wird, um so ein fast 25 Jahre altes Spiel im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Ich hätte auch nicht unbedingt erwartet, dass Nintendo exakt das gleiche Niveau hier erreicht, aber zumindest die Aspect Ratio breiter machen, die Charaktermodelle austauschen lassen, an der Framerate ein klein bisschen drehen, noch mehr Texturen schärfen. Das hätte viel dazu getan, dass Mario 64 auf einer Stufe mit Sunshine und Galaxy gefühlt stehen kann und dadurch eben dieses 3D All-Stars Paket noch runder gemacht. So wie es jetzt ist, könnte man sagen, hätte man auch auf die Virtual Console zurückgreifen können und das hinterlässt doch einen kleinen Schalen-Nachgeschmack. Letzten Endes sind es aber für die nächsten zwei Wochen zumindest noch eher ungelegte Eier. Ich werde, wenn ich, wie erwähnt, die Retail-Fassung bei mir habe, euch einen sehr ausführlichen Test zu Mario 64, zu Mario Sunshine und zu Mario Galaxy machen, Vergleiche mit den alten Versionen und zumindest der Vorteil, dass es jeder eben jetzt auf der Switch mitnehmen kann, dieses Paket. Das ist schon eine sehr schöne Sache. Nicht alle können sagen, hey, ich nehme einen Laptop mit oder einen Nvidia Shield oder sowas und lasse dann die PC-Version von Mario 64 drauflaufen und das ist auch
doch noch eine Ausnahme. Es gibt ja keine anderen Titel, die so in der Form reverse-engineert wurden bisher, dass zum Beispiel eine PC-Version von Zelda 64 oder Majora's Mask möglich ist oder anderen Titeln, vielleicht das originale Smash Brothers da mit reingepackt. Und das wäre vielleicht noch cool abzuwarten, um zu sehen, was in der Richtung kommt. Aber die Existenz der PC-Version negiert natürlich nicht das, was Nintendo mit der All-Stars 3D Collection machen wird. Ich werde aber natürlich mit einem etwas anderen Auge da drauf schauen. Das sollte es erstmal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Seid ihr immer noch sauer auf Nintendo wegen der künstlichen Verknappung? Hättet ihr andere Updates gesehen? Schreibt eure Meinung gerne unten in die Comments. Und wenn ihr Fragen habt, dann versuche ich sie natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Schaut in die Beschreibung rein. Da sind auch Links für die entsprechenden Pakete, die ich verwendet habe, um die PC-Version zu erstellen. Natürlich müsst ihr weiterhin euer eigenes Mario 64 ROM dann bereitstellen. Ansonsten bleibt ihr gerne auf dem Kanal. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke anzuklicken. Auf rpgheaven.de gibt es viele Videos. Zuletzt ein komplettes Let's Play beispielsweise von The Secret of Monkey Island auf dem PC mit Sprachausgabe sogar in der originalen Grafik, als auch Tests, Reviews, Live-Kommentare. Also kommt vorbei, bleibt und lasst uns gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Wenn es sich anbietet, gibt es sowas wie das hier auch als Podcast-Version in den Feeds des Gedankensprungs, als auch gesammelt auf plauschangriff.de. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einer kleinen monatlichen Spende unterstützt, unter anderem auf patreon.com/rpgheaven, auf steadyhq.com/rpgheaven. Dann werden nämlich ab einem gewissen Level auch viele schöne andere Sachen für euch freigeschaltet, wie komplette Retro-Let's Plays mit vielen, vielen Stunden an Content da oder gerne auch direkt unter paypal.me/katius. Ich bedanke mich, ich sage tschüss und habt noch einen schönen Tag.